Ich komme ja gleich. Schmiedchen, was hast du denn? Сестренка, ком, беру их здесь. Да ладно, ладно. Wir wollten doch in die Stadt. Wir machen kleinen Umweg. Muss noch machen Business. Schwesterchen. Business? Igor, volle Geschäfte? Надежда, nerv nicht. Du hast gesagt, du hast auf damit. Wir wollen doch in ein Restaurant einsteigen bei Boris. Hä? Das willst du doch. Na also, dafür brauchen wir Geld. Hör auf! Komm, smile, hä? Was ist da eigentlich drin? Nichts, Schwesterherz. Nichts. Igor, jetzt zeig es doch. Was ist das? Наденька, пожалуйста. Igor! Надя! Все. Хватит. So, versteck dich. Ich wo? Ich will nicht, dass sie dich sehen. Los, geh. Наденька, пожалуйста. Geh jetzt und warte auf mich. Komm, давай, 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 давай. Ой, иди. Ich bin Igor. Schön. Die Ware. Sechsundvierzig, siebenundvierzig, achtundvierzig. Zwei Beutel fehlen. Zwei Beutel fehlen. Nein, nein, nein. Das ist die ganze Ware. Das sind 48 Stück, mein Freund. Bin ich dein Freund. Zwei Beutel fehlen. Das ist alles, was ich mithabe. Oder willst du aber behaupten, dass ich betrüge? Hast du das nicht verstanden? Es fehlen zwei Beutel. Ich habe die Ware genau so übernommen. Das schwöre ich dir. Er will uns bescheißen. Nein, ich will dich doch nicht betrügen. Im Gegenteil, ich möchte mit dir ins Geschäft kommen. Ach, du willst mich bescheißen! Ich krieg das schon hin. Komm, Igor, komm. Komm. Diese kleine Ratte, wo hast du ihn aufgetrieben? Ich fass es nicht. Wie jede Stunde. Na ja, ist ja schon gut. Ist da wer? Er schaut nach. Ja, Frau Kollegin, das Gericht ist Ihnen ja auf ganzer Linie gefolgt. Sogar im Strafmaß. Gratulation. Danke, Herr Dr. Fischer. Herr Oberstaatsanwalt. Ja, bitte. Nur einen Augenblick. Ja. Kann Herr Bayer nächste Woche dazu kommen?
Thomas. Ich wünsche dir auch einen guten Tag. Bist du dienstlich hier oder geht's um deine Bücherkisten, die immer noch im Flur auf dich warten? Dienstlich? Hast du verloren? Nein. Aber du hast schlechte Laune. Nein. Du hast immer schlechte Laune, wenn du Thomas hast. Ich ruf dich dann an. Wozu? Wegen der Scheidung? Wenn's sein muss. Doc Schilling. Ah, Herr Dr. Fischer, zu Ihnen wollte ich. Wir haben eine verkohlte Leiche und sind Drogen im Spiel. Aha. Brauchen Sie mich noch, Dr. Fischer? Nein, nein. Das heißt doch, es fällt ja in Ihren Bereich. Also gehen Sie gleich mit. Es wäre mir lieber, wenn das der Kollege Rühle... Sie beide sind doch ein gutes Team. Ihre privaten Dinge müssen Sie halt im Interesse des Staates kurz zurückstellen. Das hast du eingefädelt. Na klar. Können wir jetzt gehen? Darf ich mich noch umziehen? Soll ich dir helfen? Nein. Guten Tag, Chef. Frau Staatsanwältin. Danke, Herr Storm. Unterschätzte. Mann oder Frau? Schwer zu sagen. Hallo? Wer sind Sie? Haben Sie gesehen, was hier passiert ist? Nein, Sie können ganz sicher sein, dass wir unter diesen Voraussetzungen nicht unterschreiben werden. Ich werde mit Ihnen so keine Geschichte machen. Nein, das sind Konditionen, die mir nicht zusagen. Borowski, was gibt's? Ich mache unserem Banker gerade klar, dass wir mit Ihnen nicht zusammenarbeiten. Hör zu, Chef, wir haben gleich die Polizei im Haus. Herr Mankow, Sie sind festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Igor Schapochnikow ermordet zu haben. Das ist der Haftbefehl. Kommen Sie. Hände an die Wand. Füße auseinander. Ja. Ja. So. Lassen Sie sich nicht stören, liebe Freunde. Das ist alles nur ein Missverständnis. Diese Beamten tun nur ihre Pflicht. Ist das der Mann, der geschossen hat? Er ist es. Der Kampf der Staatsanwaltschaft gegen das organisierte Verbrechen geht in eine neue Runde. Denn der aufsehenerregende Mordprozess gegen den erfolgreichen Unternehmer Mankow wird heute fortgesetzt. Prozessbeobachter fragen sich, ob die Anklage gegen Mankow diesmal durch die Zeugen gestützt wird. Vor 4 Jahren endete der Prozess wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Erpressung gegen ihn mit einem Freispruch. Bisher hat Staatsanwältin Katja Schilling bei der Beweisführung im Mord an den jungen Russen Igor Schapochnikow noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt. Ein wichtiger Belastungszeuge soll heute...
Wer sind Sie? Wie kommen Sie überhaupt hier rein? Verlassen Sie sofort meine Wohnung. Wir müssen miteinander reden, Herr Tanner. Worum geht es denn? Was soll das? Verlassen Sie sofort meine Wohnung! Nehmen Sie die Finger weg! Geht's? Jetzt ziehen Sie sich doch was an, Herr Tanner. Als erstes werden wir jetzt Dominik Tanner in den Zeugenstand rufen. Tanner, viel Glück. Rüde, kannst du mal bitte entschuldigen? Ja, nicht. Du nimmst jetzt Tanner erst in den Zeugenstand? Wieso das denn? Soll ich dir jetzt meinen Beruf erklären? Du hast eine Augenzeugin, das willst du mehr. Die Angst hat. Und mit Tanner wird Mankows falsches Alibi zusammenbrechen. Das bleibt zu hoffen. Vor 4 Jahren hast du gegen Mankow schon mal verloren. Das war aus Mangel an Beweisen. Aber diesmal habe ich einen Trumpf, Nadjescha. Und diesen Trumpf spiele ich zuletzt aus. Was ist? Viel Glück. Morgen, Herr Dr. Rühle. Na, hast du ausgeschlafen? Aber klar, Frau Dr. Schilling. Dann lassen wir die Herrschaften mal nicht länger warten. Der Zeuge Dominik Tanner, bitte. Ihr Name ist Dominik Tanner. Die Anschrift ist im Gericht bekannt. Sie sind vom Beruf Anwalt. Vorsitzender, ich würde gerne eine Erklärung abgeben. Ja, natürlich. Bitte, Herr Zeuge. Die Kanzlei Blumhardt und Berger. Können Sie etwas lauter sprechen? Die Kanzlei Blumhardt und Berger hat mich auf eine Klausel meines ehemaligen Beschäftigungsvertrages hingewiesen. Ich bin ja seit letzten Monat selbstständig als Anwalt tätig. Demnach erstreckt sich meine Verschwiegenheitspflicht auch auf Mandanten, die nicht von mir persönlich betreut wurden. Auch dann, wenn ich nicht mehr bei Blumhardt und Berger beschäftigt bin. Augenblick, Herr Tanner. Sie haben bei Kommissar Thomas Schilling von der Mordkommission eine Aussage zu den Vorfällen des 30. August zu Protokoll gegeben. Frau Staatsanwältin, ich habe meiner Erklärung nichts hinzuzufügen. Sie widerrufen Ihre Zeugenaussage? Das ist korrekt. Eine Aussage hätte für mich standesrechtliche und möglicherweise zivilrechtliche Konsequenzen. Ich werde daher von meinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen. Herr Tanner, Sie haben in unserem Vorgespräch erklärt, dass Sie an dem fraglichen Tag vom Angeklagten Peter Mankow in der Kanzlei angerufen worden sind. Und dass Einspruch, er Sie... Das ist nicht zulässig. Frau Staatsanwältin, ich bitte Sie. Und dass er Sie eindringlich gebeten hat, ihm zu helfen, weil er eine Straftat begangen hatte. Er hat dabei nichts Geringeres von Ihnen verlangt als ein falsches Alibi. Einspruch, ich muss doch sehr bitten. Jeder in diesem Raum hat gehört, dass der Zeuge die Aussage verweigert. Es ist unzulässig, dass die Staatsanwältin den Zeugen in der suggestiverweise bedrängt. Ich bitte um Ruhe. Frau Staatsanwältin, Ihr Zeuge hat uns erläutert, dass er nicht aussagen will. Der Zeuge war niemals mit dem Mandat Mankow betraut. Da greift keine Verschwiegenheitsklausel. Moment. Herr Zeuge, wie gut kennen Sie die Staatsanwältin? Wir haben an der gleichen Fakultät studiert. Aha, studiert. Herr Kollege, was soll das? Es ist Jahre her. Und das ist für diesen Prozess völlig irrelevant. Worauf wollen Sie hinaus, Herr Verteidiger? Haben Sie mit Frau Dr. Schilling geschlafen? Ich meine, haben die zweifellos vorhandenen Reize der Staatsanwältin beim Vorgespräch mit dem Zeugen irgendeine Rolle gespielt? Andersrum, Herr Tanner, hatten Sie vielleicht die Hoffnung, wenn Sie gegen meinen Mandanten aussagen, dass Sie sich die Gunst der Staatsanwältin erneut verdienen könnten? Das ist absurd, Herr Dr. Blumhardt. Wenn Sie zu diesem Thema keine konkreten Beweise vorweisen können, dann verbitte ich mir solche Fragen, Herr Verteidiger. Ich bleibe bei meinem Zeugnisverweigerungsrecht. Dann weise ich Sie darauf hin, dass alles, was soeben von der Anklage und der Verteidigung angeführt wurde, nicht Grundlage Ihrer Entscheidung werden darf. Herr Zeuge, dann sind Sie für heute entlassen. Das Gericht vertagt sich auf Montag. Hast du das gewusst, dass er umkippen würde? Quatsch. Ich hab dich ja gewarnt. Du bist so ein arrogantes Arschloch. Für dich immer wieder gerne. Die haben den unter Druck gesetzt. Das war doch offensichtlich. Ja, was hat denn dieses Aas von Anwalt eigentlich gemeint? Du und Tanner. Gott, das ist 15 Jahre her. Ist Nadjescha sicher dort, wo sie untergebracht ist? Die ist da sicher. Hoffen wir nur, dass sie durchhält. Die hält durch. Ich kümmere mich drum. И долго курил.
oder? Nein, es geht. Vielleicht frische Wäsche, etwas zu essen, Zeitung zu lesen. Wenn Sie Nadezhda sehen, sagen Sie ihr, sie kann jederzeit bei mir kommen. Ich habe Igor gut gekannt. Er war ein feiner Kerl, bloß ein bisschen naiv. Eine dumme Junge. Danke, Boris. Nadezhda wird sich freuen. Alles klar? Ja, alles klar. Guten Tag. Und? Alles ruhig. Natürlich kann im Moment nur spekuliert werden, ob Mankow wieder freigesprochen wird. Denn nach der Aussageverweigerung des ersten Zeugen hat die Staatsanwaltschaft schlechte Karten. Ich habe ein paar DVDs von meiner Tochter mitgebracht. Die langweilt sich ja sonst der Tode. Es dauert ja nicht mehr lang. Private Verbindungen zwischen der Staatsanwältin Schilling und dem ersten Zeugen werfen außerdem ein etwas schiefes Licht auf die Anklagebehörde. Ob nun die Staatsanwaltschaft weiter Nadezhda vorbringen kann, wird im Verlauf von diesem Prozess von großer Wichtigkeit sein. Auf alle Fälle stehen die Chancen... Du darfst nicht alles glauben, was diese Reporter sagen. Stimmt doch, dass dieser Mann vor Gericht nicht aussagen wollte oder etwa nicht. Da ist heute was schiefgelaufen. Sowas kommt schon mal vor, aber ich werde noch mal mit ihm sprechen. Er wird bestimmt aussagen. Dieser Mankow. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Er ist zu allem fähig. Er sitzt zwar im Gefängnis, aber er hat seine Leute, die mich umbringen, wenn sie erfahren, dass ich reden will. Du hast Personenschutz. Rund um die Uhr. Wir passen auf dich auf, das habe ich dir doch versprochen, also, okay? Also bin ich wenigstens irgendetwas. Ich kann hier nur denken. Ich schreie noch durch. Es ist wie Gefängnis. Nadezhda! Du bist stark und es sind nur noch 5 Tage. Deine Aussage wird alles zu einem Ende bringen. Du redest dich leicht. Du läufst frei herum, dir tut keiner was. Aber mich wird er umbringen, wenn er kann. Niemand weiß von diesem Ort. Niemand außer der Polizei. Aber wenn du gehen willst, ich kann dich nicht einsperren. Komm mal her. Nadezhda, du hast den Mörder gesehen. Aber ich habe Angst. Wenn Mankow nicht verurteilt wird, dann wirst du dein Leben lang Angst haben. Du gibst wohl nie auf. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Hoffentlich ist es noch warm. Ein richtiger Plov. Ist der mit Lamm? Mhm. Von Boris. Er lässt dich schön grüßen. War das nicht ein wunderbarer Tag heute? Ich denke, morgen sind Sie hier nicht mehr Gast. Diese Schilling bringt fertig und lässt diesen Tanner noch mal vor Gericht seine Lügen verbreiten. Nein, das denke ich eher nicht. Tanner ist ein sehr erfahrener Jurist. Er beurteilt die Sachlage ganz realistisch. Es wird ihm das Genick brechen. Ich will keine weiteren Pannen. Sagen Sie das, Borowski. Das kann ich ihm gerne ausrichten. Und was ist mit der zweiten Zeugin? Möchten Sie, dass diese Person auch von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht? Ja, sehr gerne sogar. Ich möchte auch, dass Sie darüber mit Borowski sprechen. Sie müssen aufpassen, dass Ihr Informant nicht auflegt. Das würde es für mich als Verteidiger sehr schwer machen. Sie wird nicht aussagen. Mein Freispruch wird auch für Sie ein Freudentag, Dr. Blumhardt. Dann werde ich mal darauf hinarbeiten. Stolte. Wir können. Dominik Tanner. Hallo, Katja. Bist du dich noch traust, anzurufen? Tut mir leid, ich weiß, dass du enttäuscht bist. Haben sie dich weichgeklopft? Katja, ich muss dich dringend sprechen. Können wir uns sehen? Wo bist du?
in der Wunderbar. Ich warte hier auf dich. Ich bin gleich da. Zu mir in die Wohnung gekommen. Wer? Zwei Männer. Den einen kenne ich. Und sie haben dich bedroht? Wie bedroht? Diese Schweine. So viel zum Thema Verschwiegenheitsklausel. Und diesen Vertrag, den gibt's doch gar nicht, oder? Hör zu, gehen wir zu mir. Ich muss dir was geben. Ich hol meinen Mantel. Entschuldigung. Zahlen bitte. Hier rein, bitte. Zusammen. Das ist der Mitschnitt des Telefonats mit Mankow, als er in der Kanzlei anrief. Pass gut auf ihn auf. Warum hast du das nicht der Polizei gegeben? Das war mir zu riskant. Ich habe einen Hinweis bekommen, dass es jemanden gibt, der für euch arbeitet und Mankow. Ein Informant? Das kann nicht sein. Sag mal, geht's dir nicht gut? Ich bin müde. Dominik, du musst aussagen. Wenn du willst, ich nehme dich ins Zeugenschutz. Katja. Hey, Katja, was ist denn los? Ich bin gleich wieder da. Ich hab das. Hallo? Frau Staatsanwältin, wie geht es Ihnen? Etwas besser? Wer spricht da? Ziehen Sie die Kronzeugin ab und niemand wird erfahren, was Sie gestern Nacht getan haben. Katja! Schlafen. Es ist 3 Uhr, ich habe schon ein paar Mal angerufen. Willst du deine Bücher holen? Geht's dir nicht gut? Mir geht's blendend. Also, nimm sie mit. Tanna ist tot. Er ist heute Nacht erschossen worden. Willst du deinen Mantel nicht mehr ausziehen? Nein. Lass nur. Mir ist kalt.
Soll ich dir ein Tee machen? Nein, danke. Ihr habt euch nach der Verhandlung nicht mehr getroffen? Nein. Er hat dich angerufen, 19.37 Uhr, mit seinem Handy. Ach das, ja, er wollte noch mal mit mir reden. Hat er was gesagt? Ob er bedroht wird? Ja, aber wir haben nur ganz kurz gesprochen. Und ihr habt euch nicht mehr gesehen? Nein. Hat er eine Freundin? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung von seinem Privatleben. Thomas, worauf willst du hinaus? Ihr habt euch gestern nach der Verhandlung nicht mehr gesehen. Nein. Was soll jetzt dieses Verhör? Nichts. Wenn du ihn nicht mehr gesehen hast, ist alles gut. Ich muss noch ins Gericht. Und ich würde gern noch duschen und mich ein bisschen frisch machen. Bin schon weg. Es gibt möglicherweise einen Informanten bei euch, der für Mankow arbeitet. Wer sagt das? Dominik Tanner sagt das. Gut. Frau Staatsanwältin Schilling wird einen schweren Stand haben. Selbst wenn die Staatsanwältin aufgibt, sobald diese Zeugin aussagt, hat meine Verteidigung ein Problem und der Mankow auch. Ich kann die Zeugin natürlich unglaubwürdig machen. Dort, wo sie gestanden hat, sie nichts gesehen und so weiter, bla bla bla. Aber wo ist die Zeugin jetzt? Wir wissen, wo sie ist. Das ist sehr gut. Ich wollte Sie nur auf die nicht ganz einfache Lage meiner Verteidigung hinweisen. Es wird dafür gesorgt, dass sie so schnell wie möglich in ihre Heimat zurückkehren kann. Sagen Sie Herrn Mankow, es wäre sehr hilfreich, wenn ich mit ihm direkt Kontakt aufnehmen könnte. Herr Borowski, ich bin Verteidiger in einem Mordprozess. Ich mache mich doch strafbar. Herr Mankow erwähnte allerdings einen Vollzugsbeamten mit finanziellen Problemen. Hat der Mann einen Namen? Hallo? Hallo? Katja? Hallo? Wenn du samstags anrufst, muss es ja sehr wichtig sein. Geht's dir nicht gut? Ich brauche einen Test. Blut, Urin, Haarprobe. Drogen? Mach ein Screening auf Betäubungsmittel. Die ganze Palette. Ich kann dir jetzt noch nicht erklären, warum. Setz dich hin. Fang nur mit dem Blut an. Mach mal den rechten Ärmel nach oben. Und dann? Wohin seid ihr dann gegangen? Doch nicht in Tanners Wohnung. Doch. Du warst an dem Abend mit Tanner in seiner Wohnung? Und dann? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass wir geredet haben. Und dann nichts mehr. Blackout. Aufgewacht bin ich in meinem Auto, geparkt vor meinem Haus. Weiß Tom davon? Verstehe. Die Waffe, die wir dir letztes Jahr gegeben haben, hast du die noch? Da fehlt eine. Mit der wurde kürzlich geschossen. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich... Katja. Du warst an dem Abend bei dem Mann zu Hause, der dich kurz zuvor im Prozess vor allen Leuten blamiert hat, mit dem du erschossen hast. Ich hab ihn nicht erschossen. Aber du sagst, du kannst dich nicht erinnern. Du meinst... Nein. Nein, warum sollte ich? Die behalte ich auf jeden Fall mal bei mir. Ich will dich da nicht reinziehen, Mirko. Ich steck da schon bis zum Hals mit drin. Wie viel Zeit brauchst du?
4 Tage, bis das Mädchen ausgesagt hat. Als du mit deinem Vater zum ersten Mal hier warst, warst du 13 und auch schon ein ziemlicher Sturkopf. Ich kann mich gut erinnern, wie du die ganze Belegschaft dazu gebracht hast, ihre Fingerabdrücke zu geben. Da musste jeder ran. Das ist lang her. Wir kriegen das schon hin. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin verschwiegen wie ein Grab. Sag mal, ist Tom noch im Haus? Es ist Samstag. Wir hier sind die Einzigen, die Überstunden machen. Spionierst du mir nach? Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Durch die Tür. Die war ja schon offen. Weiß jemand im Büro, dass du hier bist? Ich wollte mich mal umsehen. Das war ganz spontan. Solange ich dich kenne, bist du nie ohne Rücksprache an den Tatort gegangen. Schlüssel aus meinem Schreibtisch nehmen, Polizeisiegel aufbrechen. Dann war es eben jetzt das erste Mal. Genau so bist du hier. Ich wollte mir ein Bild machen. Dominik Tanner war ein wichtiger Zeuge. Den haben wir hier unterm Sofa gefunden. Mhm. Viele Frauen haben so einen. Aber nur eine Frau ist in diesem Fall verwickelt. Und diese Frau kannte Tanner. Und Tanner hat diese Frau in ihrem Prozess im Regen stehen lassen. Habt ihr ein Tonband gefunden? Was? Was sind für ein Tonband? Eine Kassette. Ein Beweisstück. Also nein. Katja. Ja? Nix. Hier, Chef, ist der Abdruck, den wir auf dem Lippenstift gefunden haben. Und? Keinerlei Übereinstimmung mit dem Bestand. Aber ich habe mit dem Barkeeper gesprochen. Und der hat Tanner am Freitag mit einer blonden Frau um die 40 gesehen. Diese Frau hat mit Tanner die Bar verlassen. Und die Kugel? Kaliber 7,62, eine Walter PPK. Das Labor macht gerade ein Profil. Und was ist der Russe erschossen worden? Das war eine 9 mm. Ich hab da noch was.
Der Kalender vom Schreibtisch des Opfers. Der Abdruck einer Nummer. Die Handynummer von ihrer Frau. Ex-Frau. Tanner hat sie angerufen, ich weiß. Ich hab schon mit ihr gesprochen. Tanner hat sie ja beim Prozess ganz schön auflaufen lassen. Was soll denn das heißen? Nix, gar nix. Hab ich gesagt, dass ich rauchen will? Trotz Erhitzung aufgrund des brennenden Fahrzeuges lassen sich die Inhaltsstoffe der Tabletten ganz klar nachweisen. Allem voran Hydroxybutansäure. Handelt es sich bei der Droge um das, was in der Szene als Happy Pills bezeichnet wird? Ja, wegen der euphorisierenden Wirkung. Und lässt der Fund Rückschlüsse auf das Herkunftsland der Tabletten zu? Die spezielle Prägung auf den Tabletten, das gebrochene Kreuz, lässt darauf schließen, dass sie in einem Labor in Weißrussland hergestellt wurden. Ist es richtig, dass genau diese Tabletten erstmalig seit dem Tod von Igor Schaposchnikow in Karlsruhe und Umgebung aufgetaucht sind? Das ist korrekt. Das heißt, derjenige, der Igor Schaposchnikow erschossen hat, ist von diesem beliefert worden und hat die Droge verdient. Ich muss doch sehr bitten, Herr Vorsitzender. Diese Frage suggeriert eindeutig... Einspruch stattgegeben. Wir werden beweisen, dass das Opfer nach der Übergabe der Droge erschossen worden ist. Bisher haben Sie diese Beweise immer nur angekündigt. Legen Sie die Beweise doch endlich mal auf den Tisch, Frau Dr. Staatsanwältin. Ist es richtig, dass die Droge nicht nur euphorisierend wirkt, sondern auch das Gehirn rasch und irreversibel schädigt, Herr Tanner? Tauber, ich heiße Tauber. Entschuldigen Sie, Herr Tauber. Bei der hohen Dosierung, die hier vorliegt, kann es beim Konsumenten zu zerebralen Ausfallerscheinungen führen, bis hin zu Gedächtnisverlust. Haben Sie noch weitere Fragen an den Gutachter? Frau Staatsanwältin. Nein, keine weiteren Fragen. Verteidigung? Nein. Dann danke ich dem Gutachter. Das Gericht vertagt Sie auf Mittwoch, 9 Uhr. Frau Schilling, es ist sehr aufregend, wegen Mord vor Gericht zu stehen. Los, weiterhin. Komm. Eine Erfahrung, die Sie noch nicht gemacht haben. In ihr Zimmer gesehen. Da hat sie geschlafen wie ein Engel. Sie können das Mädchen doch nicht einfach allein lassen. Ich bin doch nur kurz auf Toilette. Scheiße. Frau Staatsanwältin, als ich zurückkam, war sie weg. Geben Sie eine Fahndung raus. Paris, wach auf! Nadir! Sie sind hinter mir her, Boris. Kann ich hier bleiben, bitte? Und bei mir bist du verrückt.
Kann ich hierbleiben, bitte? Und? Hat sie das? Ja. Und? Aber plötzlich war sie weg. Weg? Wieso weg? Du hast sie gesehen und lässt sie laufen? Hallo, Chef. Abgehauen. Verdammt nochmal, wohin? Wohin? Die kennt doch niemand hier. Du hast mir doch ihren Bruder angeschleppt. Wo hast du diesen Idioten denn aufgegabelt? Bei Paris, dem gehört diese Russenkneipe, das Magba. Magba? Großartig. Dann tut was. Ihr werdet doch mit diesem Mädchen fertig werden. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Magba. Was ist das? Moskwa. 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 Ah, Boris. Gar kein Problem. Du kannst das Sofa haben. Das hat dein Bruder auch manchmal geschlafen. Ich will einfach nur nach Hause, weißt du? Einfach nur. Boris! Lass uns mal mit der jungen Dame alleine. Ich bin im Korridor. Nie podchodzi! Oh, Schrei! Ist ja gut. Oh, leg das mal bitte hin. Ich hab dir gesagt, dass ich mich finde. Ich hab's dir gesagt, du hast mir nicht geglaubt. Warum bist du weggelaufen, verdammt nochmal? Ich hab dir das gesagt. Wir müssen runter von der Straße. Da vorne sind sie. Hier stecken wir uns. Nein. Warum fährst du denn aufs Dach, du Idiot? Du läufst jetzt die Abfahrt hinunter. Nenn mich nicht Idiot. Vielleicht sind sie ja weiter unten. Kommst du nicht? Lauf, ich komm gleich nach. Lauf, schnell. Katja. Hier oben sind sie aber nicht. Lauf, bitte. Bitte, Nadjascha, lauf. Ich vor Gericht aussage, bringen die mich um. Die finden mich. Diesmal finden sie dich nicht. Das hast du bei Hotel auch gesagt und sie haben gewusst, wo ich bin. Sie wissen alles. Niemand kennt diesen Ort, an den ich dich jetzt bringe. Nicht mal meine Behörde. Nur du und ich. Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Und was ist mit unserem Mann? Auf der anderen Seite. Der soll jetzt mal was machen für sein Geld. Wir hatten einen Traum, als wir losgefahren sind. Ein Restaurant in Deutschland, so wie bei Boris. Weißt du, Igorok war kein schlechter Mensch. Er war wie großes Kind. Naiv, hatte Ideen. Er hat immer gesagt, jetzt er wird auch Oligarch. Ich kenne das. Als mein Vater starb, da war ich erst 15. Ich habe ihn sehr geliebt. Und ich habe mich schrecklich allein gefühlt, als er nicht mehr da war. Warum ist dein Vater gestorben? Er ist erschossen worden. Er war Polizist. Beim OK. OK? Abteilung für organisierte Kriminalität. Er war hinter Leuten wie Mankow her. So wie du jetzt? Und hat man seine Mörder gefunden? Nein. Verstehe. Was verstehst du? Ja, wie du bist. Dass ich heute aus Hotel weggelaufen bin, das tut mir leid, Katja. Aber ich habe Panik gekriegt. Ich habe gesehen, diesen Mann im Auto. Und ich glaube, er war auch da, als Igor getötet worden ist. Kannst du diesen Mann beschreiben? Ja, ich glaube schon. Gut. Lust auf einen kleinen Spaziergang? Zu Marietta sind es 15 Minuten. Gut. Wer ist Marietta? Meine älteste Freundin. Los, komm. Da sind wir. Findest du was Warmes zum Anziehen? Nimm dir einfach, was du willst, ja? Und niemand weiß von diesem Ort, Katja? Nein, niemand. Schöne Bilder. Hat sie gemalt? Ja, sie unterrichtet an der Kunstakademie. Aber sie ist nicht immer hier. So, wenn du irgendwas brauchst, ich bin gleich nebenan. Hm? Schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Katja, na endlich. Wo bist du denn? Na gut, die wussten Bescheid. Vom Hotel und auch von diesem Boris. Vielleicht haben sie dich observieren lassen. Du bist ja oft da gewesen. Kann sein. Sie haben uns verfolgt. Zwei Männer in einem schwarzen Geländewagen. Sie kann einen von den beiden beschreiben. Dann hast du Nadesha gefunden? Ja. Wo seid ihr denn jetzt? Bist du sicher, dass ihr niemand gefolgt ist? Ja. Wo bist du denn? An einem sicheren Ort. Willst du mir nicht sagen? Lieber nicht am Telefon. Gut, klar. Aber hier ist die Kacke am Dampfen. Der Oberstaatsanwalt macht jetzt Druck. Tom ermittelt gegen dich und es kann gut sein, dass der Mankow-Prozess platzt. Nein, er platzt nicht. Bis dann, Mirko.
Was soll das? Jetzt warten Sie doch einen Moment. Na? Toyota, hallo. Was für eine Überraschung. Nein. Du, ich habe noch jemanden mitgebracht. Meine Zeugin, Nadirscha. Sie schläft oben. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe im Radio von deinem Prozess gehört. Das ist ja ein Ding. Mhm. Es ist noch viel schlimmer. Wir mussten untertauchen. Bei dir. Ist ja wie bei der Mafia. Erzähl mal. Und du kannst dich an nichts erinnern? Nein, nur kleine Erinnerungsfetzen. Ich weiß nicht, ich weiß nur... Katja? Es gibt zwei Varianten. Die eine, wenn herauskommt, dass ich bei Tanas Ermordung dabei war, platzt der Prozess und Mankow kommt wieder frei. Die andere, ich schweige und bleibe weiterhin erpressbar. Katja, du lässt dich nicht erpressen, verdammt. Nadirscha bleibt bis Mittwoch, geht das? Du weißt, ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt. Danke. Aber vielleicht wäre es klüger, du machst reinen Tisch. Du kommst sonst in Teufels Küche. Stell dich hin, sag öffentlich, was passiert ist. Flucht nach vorn, dann wird man dir glauben. Das geht nicht, wegen Nadirscha. Sie wollte heute schon weglaufen. Ich brauche Zeit, Marietta. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Ich in meiner auch nicht. Santi. Und da gibt es niemanden mehr, dem du trauen kannst. Was ist mit Tom? Der ermittelt bereits gegen mich. Aber ich habe noch Nolte. Papas alten Freund, weißt du, ne? Tom glaubt doch nicht im Ernst, dass du... Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Ich weiß nur, ich will das Ganze zu Ende bringen. Nadirscha. Marietta, Nadirscha. Guten Tag. Guten Tag. Ihre Bilder sind schön. Oh, danke. Kaffee? Tee? Oh, gerne einen Kaffee. Du musst dann bald los. Kommt ihr miteinander klar? Aber ja, ich bin ja hier. Eingekauft habe ich auch. Und irgendwo gibt es noch eine alte Schrotflinte. Danke. Tut mir leid, ich wurde noch aufgehalten. Ja, das habe ich gehört. Wo haben Sie unsere Zeugin denn nun versteckt? Wenigstens in diesem Kreis sollte Ihr Aufenthaltsort bekannt sein. Ich habe ihr versprochen, dass niemand erfährt, wo sie sich aufhält. Aber Frau Kollegin... Sie würde sofort aussteigen. Was Sie der Zeugin versprechen, ist die eine Sache. Wir haben hier einen Mordprozess zu führen. Ich habe auch einen Mordprozess zu führen, Rühle. Aber ich halte meine Zusagen ein. Das Mädchen traut dem Polizeischutz nicht mehr. Sie können den Zeugenschutz nicht zu Ihrer Privatsache machen. Ich wurde dazu gezwungen. Wir wurden verfolgt und bedroht. Ich garantiere, dass die Zeugin zum Prozess erscheint. Aber ich verlange, dass intensiv nach den beiden Männern gefahndet wird. Das läuft. Gibt's Neues im Mordfall Tanner? Bis jetzt noch nicht viel. Was weiß man von dieser Frau, mit der Tanner gesehen wurde? Gibt's einen Anhaltspunkt? Offensichtlich ist sie niemandem in der Bar besonders aufgefallen. In Karlsruhe leben 100 Frauen, auf die diese Beschreibung passt. Und was ist mit dem Projektil? Konnte bisher keiner registrierten Waffe zugeordnet werden. Sie haben sicher auch die Dienstwaffen mit einbezogen? Ergebnisse sind morgen oder übermorgen da. Die Sache wirbelt ziemlich Staub auf, ja? Wir stehen überall in der Kritik. Nolte, finden Sie diese Gangster, die Frau Schilling bedrohen, und findet doch endlich diese Frau aus der Bar, verdammt nochmal! Wir werden sie finden. Danke, mein Herr. Frau Schilling, einen kleinen Moment, bitte.
Sie wissen, ich halte große Stücke auf Sie. Aber wenn dieser Prozess platzt, dann ist es auch für Sie. Ja, ich weiß. Gut. Ich bin wirklich froh, dass dir nichts passiert ist. Du hast dir Sorgen gemacht? Das auch. Wir müssen reden. Katja? Kommst du? Ich komme gleich in dein Büro. Was willst du, Tim? Ich muss meinen Wagen abholen. Du bleibst jetzt mal hier. Du nimmst einen Moment Zeit. Ich will dir helfen. Oder ist es dir lieber, wenn ich dich verhaften lasse? Wegen Verdachts auf Totschlag oder Mord an Hanna? Du ermittelst gegen mich. So kann man das auch nennen. Weißt du, was das ist? Das sind die Ergebnisse von der ballistischen Untersuchung von unseren Dienstwaffen. Hanna ist mit deiner Pistole erschossen worden. Ich habe aber nicht geschossen. Frau Dr. Schilling, ich möchte... Ja, ich auch. Komm. Also was? Schinskin, sei doch nicht so stur. Kapierst du das nicht? Ich will dir helfen, das kann ich aber nicht, wenn du mich anlügst. Ich lüge dich aber nicht an. Wie redest du eigentlich mit mir, sag mal? Verkauf mich nicht für blöd. Du warst in der Bar, du warst in der Wohnung. Jetzt erklär mir bloß, wie es passieren konnte, dass er mit deiner Pistole erschossen wird. Wir haben uns in dieser Bar getroffen, weil er doch noch aussagen wollte. Die hatten ihn enorm unter Druck gesetzt und ich habe ihm Zeugenschutz angeboten. Und warum in seiner Wohnung? Weil er mir dieses verdammte Tape geben wollte. Aber als es mir geben wollte, bin ich weggesackt. Bist du was? Mir ist schwindelig geworden. Ich bin umgekippt und von da an weiß ich fast nichts mehr. Und deine Pistole? War in meiner Handtasche. Ich habe nicht geschossen. Am nächsten Tag, kurz bevor du gekommen bist, hat mich jemand anonym angerufen und mir gedroht. Die haben mich in der Hand genommen. Also, wer wusste von dem Hotel? Viele. Fischer, Rühler, Nolte, Sturm und ich. Und die Polizisten im Hotel. Was soll ich jetzt machen? Die wollen Ergebnisse. Und ich soll mich hinstellen und sagen, ich weiß von nichts. Das ist stark. Ich muss Nadjesha am Mittwoch in den Zeugenstand rufen. Ja gut, warten wir bis Mittwoch. Wenn sie mich vorher rausschmeißen, ziehe ich wieder zu dir. Bücher sind ja noch da. Du magst dein Hotel nicht. Herr Kollege Dr. Rühle, schön, dass Sie gekommen sind. Herr Blumhardt. Danke. Möchten Sie etwas trinken? Ein Traubensaft. Ich bin gespannt, was Sie mir zu sagen haben. Ein Traubensaft und einen Armagnac. Sehr gerne, ja. Die Beweislage der Staatsanwältin ist ja eher etwas dürftig. Und Frau Dr. Schilling scheint mir ein bisschen angeschlagen. Aber noch nicht K.O. Kommen wir zur Sache. Und Sie haben dich bedroht? Wie bedroht? Entschuldigung. Ich erinnere mich an etwas. Ich habe einen Mann erkannt. Alexander Borowski, rechte Hand von Mankow. Stammt aus einfachen Verhältnissen, war früher mal Koch, hat sich bei Mankow hochgearbeitet. Besitzt zwei Bars im Badischen und ein kleines Hotel. Geldwäsche. Sicher. Aber weiß das denen mal nach. Mankow und er haben immer brav ihre Steuern bezahlt. Ich habe ihn wiedererkannt. Er und noch ein anderer Mann haben uns gestern im Auto verfolgt. Und ich vermute, er war auch in Tanas Wohnung. Ich dachte, du erinnerst dich an nichts. Doch, Bruchstücke. Langsam setzt sich einiges wieder zusammen.
Dann lasse ich Borowski ab sofort überwachen. Wir müssen ihn in die Falle locken, aber er darf nichts merken. Danke für den Hinweis. Ich weiß gar nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Der kann sich doch jeden kaufen. Ja, Geld genug hat er ja. Und man ist schneller gekauft, als man glaubt. C'est la vie, that's life. Was ist los mit dir? Wo ist dein Kampfgeist? Fliegst du nach Montana, wenn das hier vorbei ist? Hallo. Kollege Rühle hat mir heute berichtet, das Projektil stammt aus der Waffe von Frau Schilling. Warum ist kein Akteneintrag erfolgt? Herr Nolte, was ist los hier? Ich weiß nur, dass sie an dem Abend in der Bar war, um Tana zu treffen. Und dann hat sie einen Filmriss, wie sie sagt. Und nur Ihnen hat sie das erzählt? Ich denke schon. Sie wollte Zeit gewinnen. Und der Prozess... Die Indizien, die Staatsanwalt Rühle zusammengetragen hat, begründen einen schwerwiegenden Verdacht gegen Sie. Und Ihr Ex-Gatte Thomas Schilling hält anscheinend Fakten vor. Ich weiß nur, dass er die Befragung seiner Frau selber durchgeführt hat. Der eigene Ehemann. Na, großartig. Ex. Ja, ja. Hier steht der Ruf meiner Behörde auf dem Spiel und der Mankow-Prozess dazu. Ich werde Thomas Schilling vom Fall Tanner und Mankow abziehen. Und seine Ex-Frau wird die Anklage gegen Mankow abgeben müssen. Übernehmen Sie die Ermittlungen heute. Ich? Das ist Sache der Mordkommission. Ich will keinen aus der Mordkommission. Ich will, dass Sie das machen. Sorgen Sie dafür, dass Frau Dr. Schilling observiert wird. Lassen Sie Ihr Telefon überwachen. Aber noch keine Befragung. Ich will mich erst mal vergewissern, was da eigentlich läuft. Hast du ein weiches Fell? Schmidtchen! Schmidtchen! Ich hab dir was Leckeres mitgebracht. Bist du Schmidt? Wo steckst du denn? Hey, mein Schatz, wo bist du? Tom, kannst du kommen? Nein, jetzt gleich. Danke. Ich habe Angst. Eigentlich müsstest du jetzt zu Fischer. Karten auf den Tisch legen, dann wärst du raus. Den Prozess kannst du dann vergessen.
bleib heute Nacht hier. Ich schlafe auf dem Sofa. Was machst du? Danke, dass du geblieben bist. Muss nicht los? Nee. Und die haben mich auf Eis gelegt. Ich darf nicht mehr gegen meine Ex-Frau ermitteln. Nolte macht jetzt weiter. Aber du kommst am Mittwoch zur Verhandlung, oder? Klar. Ich mach's kurz. Ich kenne die Fakten um den Mord an Tanner. Ich werde sie vom Mankow-Prozess abziehen und beurlauben. Ich würde Ihnen wirklich gerne erklären... Ich weiß schon. Blackout, Filmriss, Amnesie... Hauptkommissar Nolte wird das jetzt alles objektiv ermitteln. Und der Prozess? Meine Kronzeugin? Ja gut, dann sorgen Sie eben dafür, dass die Zeugin jetzt mit Ihrem Kollegen Rühle zusammenarbeitet. Herr Dr. Fischer, Nadjescha fühlt sich bei mir sicher. Sie traut keinem Menschen, auch nicht Rühle. Frau Kollegin Schilling, Sie können den Mankow-Prozess nicht weiterführen. Gut, ich akzeptiere Ihre Entscheidung. Aber erlauben Sie mir, dass ich Nadjescha am Mittwoch in der Früh in die Verhandlung bringe. Ganz privat. Und was soll ich dem Richter sagen? Vielleicht müssen Sie ihm gar nichts sagen. Die Zeugin wird zum Termin da sein. Ich sehe Sie am Mittwoch. Frau Schilling, ich zähle auf Sie. Gute Nachrichten. Die Staatsanwältin ist vom Prozess suspendiert. Rühle übernimmt dieses Greenhorn. Kein Trick? Nein. Sie ist auf alle Fälle raus. Und was ist mit der Zeugin? Sie vielleicht auch. Gewisse Leute seien ja ganz nah an ihr dran. Habe ich nur gehört. Ich will einfach keine Überraschungen mehr. Geben Sie das an Borowski weiter. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Es reicht ja, wenn er es versteht. Könnte man in so einem Zustand einen Mord begehen? Oh, kaum. Man ist handlungsunfähig. Oft finden damit ja Vergewaltigungen statt, von denen das Opfer hinterher gar nichts mehr weiß. Danke, Lisa. Es war ein starkes Narkotikum, diese K.O.-Tropfen. Das habe ich schwarz auf weiß. In diesem Zustand kann ich sicher niemanden erschießen. Deshalb heißen sie ja K.O.-Tropfen. Was machst du denn jetzt? Ich warte bis zum Prozess. Staatsanwalt Rühle wird mich vertreten. Marietta, du sollst mich doch nicht anrufen. Ich habe mir aber Sorgen gemacht. Wann kommst du denn? Ich fahre gleich los. Du, man hat mir den Fall entzogen. Kannst du dafür sorgen, dass Nadjescha keinen Fernseher und kein Radio anmacht? Ach so, ja klar. Und seid bitte vorsichtig. Ich weiß es. Pass du auf dich auf. Hier in der Pampa findet uns keiner. Prima. Gib's gleich weiter.
Nolte, wir haben da was. Jetzt weißt du, wo sie ist. Sie ist auf dem Land. Eine Marietta Hickmann. Soll ich mitkommen? Nein, danke. Marder. Marder? Marder, Tiere. Die knabbern meine Kabel an. Hey, bin gleich wieder da. Was riecht denn hier so komisch? Ist hier jemand? Ich bin's, Mirko Nolte. Hallo, Nadja. Sie kennen mich. Nolte vom OK. Ich soll Sie hier abholen. Wo ist Marietta? Die ist noch in ihrem Auto. Es war was mit der Alarmanlage. Und Katja? Die konnte nicht weg, aber sie meint, sie sind hier nicht mehr sicher. Wir fahren zu ihr. Sie hat aber nichts gesagt. Nicht angerufen. Sie ruft mich an. Zur Sicherheit. Das Mädchen los! Polizei! Lassen Sie sie sofort los! Komm weg! Geh weg! Ich bringe dich um. Das ist gut, alles ist gut. Wo ist Marietta? Marietta? Marietta! Komm hoch, komm hoch. Was ist denn hier los? Bist du in Ordnung? Ja, ist alles in Ordnung. Schon mal ins Haus. Wohin willst du jetzt mit der jungen Dame? Ich nehme sie mit zu mir. Ja, ich muss wieder weitermachen. Mirko? Warum bist du eigentlich hier? Ich wusste, wo ihr seid. Sturm hat's mir gesagt. Sturm? Sturm hat dein Telefon abgehört. Anordnung von Fischer. Aber woher wusste Borowski, dass sie hier ist? Die waren ja noch vor mir da. Die wussten das schon lange. Ein Glück, dass ich rechtzeitig. Wir hätten ein paar Antworten von ihm brauchen können. Ja. Danke, Mirko. Besuchst du mich bald wieder? Kommst du klar? Ich gehe schlafen, wenn die alle weg sind. Ciao.
Hallo, Nadir. Guten Tag. Das Badezimmer ist oben. Handtücher und frische Wäsche findest du im Schrank. Wo schläft sie? In einem Gästezimmer. Dann bleibe ich hier unten. Gute Nacht. Du wohnst schon fast wieder hier. Mach dir keine falschen Hoffnungen. Alles okay bei dir? Da. Du fragst jetzt warum, ja? Ich habe mich kaufen lassen, so einfach ist das. Sie haben mir immer wieder Geld angeboten, ich habe immer Nein gesagt, aber einmal was. Zu viel Geld, um Nein zu sagen. Kann jedem passieren. Nein, es kann nicht jedem passieren. Du warst unser Freund, Mirko. Geh mal. Ich habe mir gedacht, dass ich mir einen schönen Lebensabend machen kann. Weißt du, was mir der Staat zahlt, wenn ich in 3 Jahren in Rente gehe? Dafür, dass ich mein Leben lang die Rübe hingehalten habe? Es tut mir leid. Wir sehen uns vor Gericht. Sie kommen ihn schon holen. Den 6. Verhandlungstag in der Strafsache Mankow. Wir fahren mit der Beweisaufnahme fort. Das Gericht ruft die Zeugin Nadescha Schaposchnikow. Die Zeugin Schaposchnikow, bitte. Thank you.
Frau Schaposchnikow, Sie sind 18 Jahre, geboren am 29. Juli 1991 in Minsk, steht hier. Ist das richtig? Das ist richtig. Frau Schaposchnikow, Sie haben ausgesagt, dass Sie am 30. August Augenzeugin waren, als Ihr Bruder Igor erschossen wurde. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Dann erzählen Sie uns, was Sie beobachtet haben. Eins nach dem anderen. Не сможешь ты тогда плакать и как не сможешь ты тогда плакать. Nach der erschütternden Aussage einer jungen Frau aus Weißrussland sind sich die Prozessbeobachter einig. Mankow ist des Mordes überführt. Wie sind Ihre Prognosen für die Verurteilung an Mankow? Staatsanwalt Rühle wird Ihnen diese Fragen sicher gerne beantworten. Danke Ihnen. Danke. Wo wohnst du denn jetzt eigentlich? Also ich wohne jetzt bei Boris und dann werde ich halt vielleicht sehen, ob ich in eine WG ziehe. Tag und Entschuldigung. Bin ich doch von dir gewöhnt. Du bist immer so charmant. Hallo, Nadiel. Guten Tag. Hast du heute schon in die Zeitung geguckt? Nein. Richtig schönes Bild, ne? Danke. Hab dich jetzt gar nicht erkannt. Nadja, kann ich einen Wein haben, bitte? Danke. Du, ich hab... Ja, komm. Nein, du. Nee, komm, fang du an. Ich hab die Scheidungspapiere bekommen, wir müssen nur noch unterschreiben. Hast du einen Stift? Nein. Nadja, hast du einen Stift? Wir haben die Aufzeichnungen von Nolde gefunden. Er hat alles detailliert aufgeschrieben. Fast wie ein Vermächtnis. Danke. Und wie viel Gnamen hat er? So, das ist Manti. Asiatische Teigtaschen auf russische Art. Sie sind gefüllt mit Kürbis und Fleisch und sie werden gedämpft, nicht gekocht. Danke. Danke. Guten Appetit. Danke. Русское самое главное. Tschüss, Boris. До свидания. Маленький сувенир. Danke für den schönen Abend und das gute Essen. Komm mal wieder, ja? Mach ich. Montag ist immer geschlossen. Klar. Pass auf dich auf. Tschüss. Tschüss, Tom. Wir haben vergessen, die Papiere zu unterschreiben. Thank you.
werden wir jetzt Dominik Tanner in den Zeugenstand rufen. Tanner? Rüdiger, kannst du mal bitte entschuldigen? Ja, nicht. Dann nimmst du jetzt Tanner erst in den Zeugenstand? Wieso das denn? Soll ich dir jetzt meinen Beruf erklären? Du hast eine Augenzeugin, das willst du mehr. Die Angst hat. Und mit Tanner wird Mankows falsches Alibi zusammenbrechen. Das bleibt zu hoffen. Vor 4 Jahren hast du gegen Mankow schon mal verloren. Das war aus Mangel an Beweisen. Aber diesmal habe ich einen Trumpf, Nadjescha. Und diesen Trumpf spiele ich zuletzt aus. Was ist? Viel Glück. Morgen, Herr Dr. Rühle. Na, hast du ausgeschlafen? Aber klar, Frau Dr. Schilling. Dann lassen wir die Herrschaften mal nicht länger warten. Der Zeuge Dominik Tanner, bitte. Ihr Name ist Dominik Tanner. Die Anschrift ist dem Gericht bekannt. Sie sind vom Beruf Anwalt. Vorsitzender, ich würde gerne eine Erklärung abgeben. Ja, natürlich. Bitte, Herr Zeuge. Die Kanzlei Blumhardt und Berger. Können Sie etwas lauter sprechen? Die Kanzlei Blumhardt und Berger hat mich auf eine Klausel meines ehemaligen Beschäftigungsvertrages hingewiesen. Ich bin ja seit letzten Monat selbstständig als Anwalt tätig. Demnach erstreckt sich meine Verschwiegenheitspflicht auch auf Mandanten, die nicht von mir persönlich betreut wurden. Auch dann, wenn ich nicht mehr bei Blumhardt und Berger beschäftigt bin. Augenblick, Herr Tanner. Sie haben bei Kommissar Thomas Schilling von der Mordkommission eine Aussage zu den Vorfällen des 30. August zu Protokoll gegeben. Frau Staatsanwältin, ich habe meiner Erklärung nichts hinzuzufügen. Sie widerrufen Ihre Zeugenaussage? Das ist korrekt. Eine Aussage hätte für mich standesrechtliche und möglicherweise zivilrechtliche Konsequenzen. Ich werde daher von meinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen. Herr Tanner, Sie haben in unserem Vorgespräch erklärt, dass Sie an dem fraglichen Tag vom Angeklagten Peter Mankow in der Kanzlei angerufen worden sind. Und dass Einspruch, er Sie... Das ist nicht zulässig. Frau Staatsanwältin, ich bitte Sie. Und dass er Sie eindringlich gebeten hat, ihm zu helfen, weil er eine Straftat begangen hatte. Er hat dabei nichts Geringeres von Ihnen verlangt als ein falsches Alibi. Einspruch, ich muss doch sehr bitten. Jeder in diesem Raum hat gehört, dass der Zeuge die Aussage verweigert. Es ist unzulässig, dass die Staatsanwältin den Zeugen in der suggestiverweise bedrängt. Ich bitte um Ruhe. Frau Staatsanwältin, Ihr Zeuge hat uns erläutert, dass er nicht aussagen will. Der Zeuge war niemals mit dem Mandat Mankow betraut. Da greift keine Verschwiegenheitsklausel. Moment. Herr Zeuge. Wie gut kennen Sie die Staatsanwältin? Wegen Verdachts auf Totschlag oder Mord an Tanner? Du ermittelst gegen mich. So kann man es auch nennen. Weißt du, was das ist? Das sind die Ergebnisse von der ballistischen Untersuchung von unseren Dienstwaffen. Tanner ist mit deiner Pistole erschossen worden. Ich habe aber nicht geschossen. Frau Dr. Schilling, ich möchte... Ja, ich auch. Komm. Also was? Menschenskind, sei doch nicht so stur. Kapierst du das nicht? Ich will dir helfen, das kann ich aber nicht, wenn du mich anlügst. Ich lüg dich aber nicht an. Wie redest du eigentlich mit mir, sag mal? Verkauf mich nicht für blöd. Du warst in der Bar, du warst in der Wohnung. Jetzt erklär mir bloß, wie es passieren konnte, dass er mit deiner Pistole erschossen wird. Wir haben uns in dieser Bar getroffen, weil er doch noch aussagen wollte. Die hatten ihn enorm unter Druck gesetzt und ich habe ihm Zeugenschutz angeboten. Und warum in seiner Wohnung? Weil er mir dieses verdammte Tape geben wollte. Aber als es mir geben wollte, bin ich weggesackt. Bist du was? Mir ist schwindelig geworden. Ich bin umgekippt und von da an weiß ich fast nichts mehr. Und deine Pistole? War in meiner Handtasche. Ich hab nicht geschossen. Am nächsten Tag, kurz bevor du gekommen bist, hat mich jemand anonym angerufen und mir gedroht. Die haben mich in der Hand, Tom. Also, wer wusste von dem Hotel? Viele. Fischer, Rühle, Leute, Sturm und ich. Und die Polizisten im Hotel. Was soll ich jetzt machen? Die wollen Ergebnisse. Und ich soll mich hinstellen und sagen, ich weiß von nichts. Das ist stark. Ich muss Nadjescha am Mittwoch in den Zeugenstand rufen. Ja gut, warten wir bis Mittwoch. Wenn sie mich vorher rausschmeißen, ziehe ich wieder zu dir. Bücher sind ja noch da. Du magst dein Hotel nicht. Herr Kollege Dr. Rühle, schön, dass Sie gekommen sind. Herr Blumhardt. Danke. Möchten Sie etwas trinken? Ein Traubensaft. Ich bin gespannt, was Sie mir zu sagen haben.
einen Traubensaft und einen Armagnac. Sehr gerne, ja. Die Beweislage der Staatsanwältin ist ja eher etwas dürftig. Und Frau Dr. Schilling scheint mir ein bisschen angeschlagen. Aber noch nicht K.O. Kommen wir zur Sache. Und Sie haben dich bedroht? Wie bedroht? Entschuldigung. Fülle wird mich vertreten. Marietta, du sollst mich doch nicht anrufen. Ich habe mir aber Sorgen gemacht. Wann kommst du denn? Ich fahre gleich los. Du, man hat mir den Fall entzogen. Kannst du dafür sorgen, dass Nadjascha keinen Fernseher und kein Radio anmacht? Ach so, ja klar. Und seid bitte vorsichtig. Ich weiß es. Pass du auf dich auf. In der Pampa findet uns keiner. Ach, prima. Gib's gleich weiter. Nolte, wir haben da was. Jetzt weißt du, wo sie ist. Sie ist auf dem Land. Eine Marietta Hickmann. Soll ich mitkommen? Nein, danke. Marder. Marder? Marder. Tiere. Die knabbern meine Kabel an. Hey, bin gleich wieder da. Was riecht denn hier so komisch? Hallo, ist hier jemand? Ich bin's, Mirko Noltek. Hallo, Nadjascha. Sie kennen mich. Nolte vom OK. Ich soll Sie hier abholen. Wo ist Marietta? Die ist noch in ihrem Auto. Es war was mit der Alarmanlage. Und Katja? Die konnte nicht weg, aber sie meint, sie sind hier nicht mehr sicher. Wir fahren zu ihr. Sie hat aber nichts gesagt. Nicht angerufen. Sie ruft mich an. Zur Sicherheit. Das Mädchen los! Polizei! Lassen Sie sie sofort los! Hier kommen Sie. Hände an die Wand. Füße auseinander. Ja. Ja. Lassen Sie sich nicht stören, liebe Freunde. Das ist alles nur ein Missverständnis. Diese Beamten tun nur ihre Pflicht. Ist das der Mann, der geschossen hat? Er ist es. Der Kampf der Staatsanwaltschaft gegen das organisierte Verbrechen geht in eine neue Runde. Denn der aufsehenerregende Mordprozess gegen den erfolgreichen Unternehmer Mankow
wird heute fortgesetzt. Prozessbeobachter fragen sich, ob die Anklage gegen Mankow diesmal durch die Zeugen gestützt wird. Vor 4 Jahren endete der Prozess wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Erpressung gegen ihn mit einem Freispruch. Bisher hat Staatsanwältin Katja Schilling bei der Beweisführung im Mord an den jungen Russen Igor Schaposchnikow noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt. Ein wichtiger Belastungszeuge soll heute... Wer sind Sie? Wie kommen Sie überhaupt hier rein? Verlassen Sie sofort meine Wohnung. Wir müssen miteinander reden, Herr Tanner. Worum geht es denn? Was soll das? Verlassen Sie sofort meine Wohnung! Nehmen Sie die Finger weg! Geht's? Jetzt ziehen Sie sich doch was an, Herr Tanner. Wenn wir jetzt Dominik Tanner in den Zeugenstand rufen. Tanner? Ja. Rüde, kannst du mal bitte entschuldigen. Ja, natürlich. Dann nimmst du jetzt Tanner erst in den Zeugenstand? Wieso das denn? Soll ich dir jetzt meinen Beruf erklären? Du hast eine Augenzeugin, das willst du mehr. Die Angst hat. Und mit Tanner wird Mankows falsches Alibi zusammenbrechen. Dann? Lieber nicht am Telefon. Gut, klar. Aber hier ist die Kacke am Dampfen. Der Oberstaatsanwalt macht jetzt Druck. Tom ermittelt gegen dich und es kann gut sein, dass der Mankow-Prozess platzt. Nein, er platzt nicht. Bis dann, Mirko. Ich habe noch jemanden mitgebracht. Meine Zeugin Nadjescha. Sie schläft oben. Ich hoffe, das ist okay. Hab im Radio von deinem Prozess gehört. Das ist ja ein Ding. Es ist noch viel schlimmer. Wir mussten untertauchen. Bei dir. Ist ja wie bei der Mafia. Erzähl mal. Du kannst dich an nichts erinnern. Nein, nur kleine Erinnerungsfetzen. Ich weiß nicht, ich weiß nur... Katja? Es gibt 2 Varianten. Die eine, wenn herauskommt, dass ich bei Tanners Ermordung dabei war, platzt der Prozess und Mankow kommt wieder frei. Die andere, ich schweige und bleibe weiterhin erpressbar. Katja, du lässt dich nicht erpressen, verdammt. Nadjescha bleibt bis Mittwoch, geht das? Du weißt, ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt. Danke. Aber vielleicht wäre es klüger, du machst reinen Tisch. Du kommst sonst in Teufels Küche. Stell dich hin, sag öffentlich, was passiert ist. Flucht nach vorn, dann wird man dir glauben. Das geht nicht, wegen Nadjescha. Sie wollte heute schon weglaufen. Ich brauche Zeit, Marietta. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Ich in meiner auch nicht. Santi. Die eine, wenn herauskommt, dass ich bei Tanners Ermordung dabei war, platzt der Prozess und Mankow kommt wieder frei. Die andere, ich schweige und bleibe weiterhin erpressbar. Katja, du lässt dich nicht erpressen, verdammt. Nadjescha bleibt bis Mittwoch, geht das? Du weißt, ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt. Danke.
Aber vielleicht wäre es klüger, du machst reinen Tisch. Du kommst sonst in Teufels Küche. Stell dich hin, sag öffentlich, was passiert ist. Flucht nach vorn. Dann wird man dir glauben. Das geht nicht. Wegen Nadjescha. Sie wollte heute schon weglaufen. Ich brauche Zeit, Marietta. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Ich in meiner auch nicht. Santi. Da gibt es niemanden mehr, dem du trauen kannst. Was ist mit Tom? Der ermittelt bereits gegen mich. Aber ich habe noch Nolte. Papas alten Freund, weißt du, ne? Tom glaubt doch nicht im Ernst, dass du... Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Ich weiß nur, ich will das Ganze zu Ende bringen. Marietta. Marietta? Marietta. Guten Tag. Guten Tag. Ihre Bilder sind schön. Oh, danke. Kaffee? Tee? Oh, gerne eine Kaffee. Du musst dann bald los. Kommt ihr miteinander klar? Aber ja, ich bin ja hier. Eingekauft habe ich auch. Und irgendwo gibt es noch eine alte Schrotflinte. Danke. Tut mir leid, ich wurde noch aufgehalten. Ja, das habe ich gehört. Wo haben Sie unsere Zeugin denn nun versteckt? Wenigstens in diesem Kreis sollte Ihr Aufenthaltsort bekannt sein. Ich habe ihr versprochen, dass niemand erfährt, wo sie sich aufhält. Aber Frau Kollegin... Sie würde sofort aussteigen. Was Sie der Zeugin versprechen, ist die eine Sache. Wir haben hier einen Mordprozess zu führen. Ich habe auch einen Mordprozess zu führen, Röhle. Aber ich halte meine Zusagen ein. Das Mädchen traut dem Polizeischutz nicht mehr. Sie können den Zeugenschutz nicht zu Ihrer Privatsache machen. Ich wurde dazu gezwungen. Wir wurden verfolgt und bedroht. Ich garantiere, dass die Zeugin zum Prozess erscheint. Aber ich verlange, dass intensiv nach den beiden Männern... Und niemand weiß von dieser Ort, Katja? Nein, niemand. Schöne Bilder. Hat sie gemalt? Ja, sie unterrichtet an der Kunstakademie. Aber sie ist nicht immer hier. So, wenn du irgendwas brauchst, ich bin gleich nebenan. Hm? Schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Katja, na endlich. Wo bist du denn? Mirko, die wussten Bescheid. Vom Hotel und auch von diesem Boris. Vielleicht haben sie dich observieren lassen. Du bist ja oft da gewesen. Kann sein. Sie haben uns verfolgt. Zwei Männer in einem schwarzen Geländewagen. Sie kann einen von den beiden beschreiben. Dann hast du Nadjescha gefunden? Ja. Wo seid ihr denn jetzt? Bist du sicher, dass sie niemand gefolgt ist? Ja. Wo bist du denn? An einem sicheren Ort. Willst du mir nicht sagen? Lieber nicht am Telefon. Gut, klar. Aber hier ist die Kacke am Dampfen. Der Oberstaatsanwalt macht jetzt Druck. Tom ermittelt gegen dich und es kann gut sein, dass der Mankow-Prozess platzt. Nein, er platzt nicht. Bis dann, Mirko. Nein. Du, ich habe noch jemanden mitgebracht.
Meine Zeugin, Nadjascha. Sie schläft oben. Ich hoffe, das ist okay. Hab im Radio von deinem Prozess gehört. Das ist ja ein Ding. Es ist noch viel schlimmer. Wir mussten untertauchen. Bei dir. Ist ja wie bei der Mafia. Erzähl mal. Und du kannst dich an nichts erinnern? Nein, nur kleine Erinnerungsfetzen. Ich weiß nicht, ich weiß nur... Peter Mankow in der Kanzlei angerufen worden sind. Und dass Einspruch, er sie... Das ist nicht zulässig. Frau Staatsanwältin, ich bitte Sie. Und dass er sie eindringlich gebeten hat, ihm zu helfen, weil er eine Straftat begangen hatte. Er hat dabei nichts Geringeres von Ihnen verlangt als ein falsches Alibi. Einspruch, Einspruch. Ich muss doch sehr bitten. Jeder in diesem Raum hat gehört, dass der Zeuge die Aussage verweigert. Es ist unzulässig, dass die Staatsanwältin den Zeugen in der suggestiverweise bedrängt. Ich bitte um Ruhe. Frau Staatsanwältin, Ihr Zeuge hat uns erläutert, dass er nicht aussagen will. Der Zeuge war niemals mit dem Mandat Mankow betraut. Da greift keine Verschwiegenheitsklausel. Moment. Herr Zeuge. Wie gut kennen Sie die Staatsanwältin? Wir haben an der gleichen Fakultät studiert. Aha. Studiert. Herr Kollege, was soll das? Das ist Jahre her. Und das ist für diesen Prozess völlig irrelevant. Worauf wollen Sie hinaus, Herr Verteidiger? Haben Sie mit Frau Dr. Schilling geschlafen? Ich meine, haben die zweifellos vorhandenen Reize der Staatsanwältin beim Vorgespräch mit dem Zeugen irgendeine Rolle gespielt? Andersrum, Herr Tanner, hatten Sie vielleicht die Hoffnung, wenn Sie gegen meinen Mandanten aussagen, dass Sie sich die Gunst der Staatsanwältin erneut verdienen könnten? Das ist absurd, Herr Dr. Blumhardt. Wenn Sie zu diesem Thema keine konkreten Beweise vorweisen können, dann verbitte ich mir solche Fragen, Herr Verteidiger. Ich bleibe bei meinem Zeugnisverweigerungsrecht. Dann weise ich Sie darauf hin, dass alles, was soeben von der Anklage und der Verteidigung angeführt wurde, nicht Grundlage Ihrer Entscheidung werden darf. Herr Zeuge, dann sind Sie für heute entlassen. Das Gericht vertagt sich auf Montag. Hast du das gewusst, dass er umkippen würde? Quatsch. Ich hab dich ja gewarnt. Du bist so ein arrogantes Arschloch. Für dich immer wieder gerne. Die haben den unter Druck gesetzt, das war doch offensichtlich. Was hat denn dieses Aas von Anwalt eigentlich gemeint? Du und Tanna. Gott, das ist 15 Jahre her. Ist Nadjascha sicher dort, wo sie untergebracht ist? Die ist da sicher. Hoffen wir nur, dass sie durchhält. Die hält durch, ich kümmere mich drum. Zu lesen. Wenn Sie Nadjascha sehen, sagen Sie ihr, sie kann jederzeit bei mir kommen. Ich habe Igor gut gekannt. Er war ein feiner Kerl. Bloß Schwesterchen. Business? Igor volle Geschäfte? Nadjascha, nerv nicht. Du hast gesagt, du bist auf damit. Wir wollen doch in ein Restaurant einsteigen bei Boris. Hä? Das willst du doch. Na also, dafür brauchen wir Geld. Komm, smile, hä? Was ist da eigentlich drin? Nichts, Schwesterchen. Nichts. Igor, jetzt zeig es doch. Was ist das? Наденька, пожалуйста. Igor! Надя! Все. So, versteck dich. Ich wo? Ich will nicht, dass sie dich sehen. Los, geh. Наденька, пожалуйста. Geh jetzt und warte auf mich. Komm, давай, 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 давай. Давай, иди. Bekomme
kommt denn diesmal? Igor. Aus Minsk. Ich bin Igor. Schön. Die Ware. ...46, 47, 48, zwei Beutel fehlen. Zwei Beutel fehlen. Nein, nein, nein. Das ist die ganze Ware. Das sind 48 Stück, mein Freund. Ich bin nicht dein Freund. Zwei Beutel fehlen. Das ist alles, was ich mithabe. Oder willst du aber behaupten, dass ich betrüge? Hast du das nicht verstanden? Es fehlen zwei Beutel. Ich habe die Ware genau so übernommen, das schwöre ich dir. Er will uns bescheißen. Nein, ich will dich doch nicht betrügen, im Gegenteil. Ich möchte mit dir ins Geschäft kommen. Ach, du willst mich bescheißen! Ich krieg das schon hin. Komm, Igor, komm. Komm. Diese kleine Ratte, wo hast du ihn aufgetrieben? Ich fass es nicht. Jede Stunde. Na ja, ist ja schon gut. Hallo? Frau Staatsanwältin, wie geht es Ihnen? Etwas besser? Wer spricht da? Ziehen Sie die Kronzeugin ab und niemand wird erfahren, was Sie gestern Nacht getan haben. Katja! Hast du geschlafen? Es ist 3 Uhr, ich habe schon ein paar Mal angerufen. Willst du deine Bücher holen? Geht's dir nicht gut? Mir geht's blendend. Also, nimm sie mit. Tanner ist tot. Er ist heute Nacht erschossen worden. Willst du deinen Mantel nicht mal ausziehen? Nein. Lass nur. Mir ist kalt. Soll ich dir ein Thema? Nein, danke. Ihr habt euch nach der Verhandlung nicht mehr getroffen? Nein. Er hat dich angerufen. 19.37 Uhr mit seinem Handy. Ach das. Ja, er wollte noch mal mit mir reden. Hat er was gesagt? Ob er bedroht wird? Ja. Aber wir haben nur ganz kurz gesprochen. Und ihr habt euch nicht mehr gesehen? Nein. Hat er eine Freundin? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung von seinem Privatleben. Thomas, worauf willst du hinaus? Ihr habt euch gestern nach der Verhandlung nicht mehr gesehen? Nein. Was soll jetzt dieses Verhör? Nichts. Wenn du ihn nicht mehr gesehen hast, ist alles gut. Ich muss noch ins Gericht. Habe ich gesagt, dass ich rauchen will? Trotz Erhitzung aufgrund des brennenden Fahrzeuges lassen sich die Inhaltsstoffe der Tabletten ganz klar nachweisen.
Allen voran Hydroxybutansäure. Handelt es sich bei der Droge um das, was in der Szene als Happy Pills bezeichnet wird? Ja, wegen der euphorisierenden Wirkung. Und lässt der Fund Rückschlüsse auf das Herkunftsland der Tabletten zu? Die spezielle Prägung auf den Tabletten, das gebrochene Kreuz, lässt darauf schließen, dass sie in einem Labor in Weißrussland hergestellt wurden. Ist es richtig, dass genau diese Tabletten erstmalig seit dem Tod von Igor Schaposchnikow in Karlsruhe und Umgebung aufgetaucht sind? Das ist korrekt. Das heißt, derjenige, der Igor Schaposchnikow erschossen hat, ist von diesem beliefert worden und hat die Droge verdient. Ich muss doch sehr bitten, Herr Vorsitzender. Diese Frage suggeriert eindeutig... Einspruch stattgegeben. Wir werden beweisen, dass das Opfer nach der Übergabe der Droge erschossen worden ist. Bisher haben Sie diese Beweise immer nur angekündigt. Legen Sie die Beweise doch endlich mal auf den Tisch, Frau Dr. Staatsanwältin. Ist es richtig, dass die Droge nicht nur euphorisierend wirkt, sondern auch das Gehirn rasch und irreversibel schädigt, Herr Tanner? Tauber, ich heiße Tauber. Entschuldigen Sie, Herr Tauber. Bei der hohen Dosierung, die hier vorliegt, kann es beim Konsumenten zu zerebralen Ausfallerscheinungen führen, bis hin zu Gedächtnisverlust. Haben Sie noch weitere Fragen an den Gutachter? Frau Staatsanwältin. Nein, keine weiteren Fragen. Verteidigung? Nein. Dann danke ich dem Gutachter. Das Gericht vertagt Sie auf Mittwoch, 9 Uhr. Frau Schilling, es ist sehr aufregend, wegen Mord vor Gericht zu stehen. Los, weiterhin. Komm. Eine Erfahrung, die Sie noch nicht gemacht haben. Zwei Beutel fehlen. Nein. Das ist die ganze Ware. Das sind 48 Stück, mein Freund. Ich bin nicht dein Freund. Zwei Beutel fehlen. Das ist alles, was ich mithabe. Oder willst du aber behaupten, dass ich betrüge? Hast du das nicht verstanden? Es fehlen zwei Beutel. Ich habe die Ware genau so übernommen. Das schwöre ich dir. Er will uns bescheißen. Nein, ich will dich doch nicht betrügen, im Gegenteil, ich möchte mit dir ins Geschäft kommen. Ach, du willst mich bescheißen! Ich krieg das schon hin. Also, komm, Igor, komm. Diese kleine Ratte, wo hast du ihn aufgetrieben? Ich fass es nicht. Wie jede Stunde. Ja, ist ja schon gut. Ist da wer? Er schaut nach. Ja, Frau Kollegin, das Gericht ist Ihnen ja auf ganzer Linie gefolgt. Sogar im Strafmaß. Gratulation. Danke, Herr Dr. Fischer. Herr Oberstaatsanwalt. Ja, bitte. Nur einen Augenblick. Ja. Kann Herr Bayer nächste Woche da sitzen? Thomas. Ich wünsche dir auch einen guten Tag. Bist du dienstlich hier oder geht's um deine Bücherkisten, die immer noch im Flur auf dich warten? Dienstlich? Hast du verloren? Nein. Aber du hast schlechte Laune. Nein. Du hast immer schlechte Laune, wenn du Thomas hast. Mann. Ruf dich dann an. Wozu? Wegen der Scheidung? Wenn es sein muss. Doc Schilling. Ah, Herr Dr. Fischer, zu Ihnen wollte ich. Wir haben eine verkohlte Leiche. Und sind Drogen im Spiel. Aha. Brauchen Sie mich noch, Dr. Fischer? Nein. Das heißt doch, es fällt ja in Ihren Bereich. Also gehen Sie gleich mit. Es wäre mir lieber, wenn das der Kollege Rühle... Sie beide sind doch ein gutes Team. Ihre privaten Dinge müssen Sie halt im Interesse des Staates kurz zurückstellen.
Das hast du eingefädelt. Na klar. Können wir jetzt gehen? Darf ich mich noch umziehen? Soll ich dir helfen? Nein. Guten Tag, Chef. Frau Staatsanwältin. Tag, Herr Storm. Warum ist dein Vater gestorben? Er ist erschossen worden. Er war Polizist. Beim OK. OK? Abteilung für organisierte Kriminalität. Er war hinter Leuten wie Mankow her. So wie du jetzt? Und hat man seine Mörder gefunden? Nein. Verstehe. Was verstehst du? Ja, wie du bist. Dass ich heute aus Hotel weggelaufen bin, das tut mir leid, Katja. Aber ich habe Panik gekriegt. Ich habe gesehen, dieser Mann im Auto. Und ich glaube, er war auch da, als Igor getötet worden ist. Kannst du diesen Mann beschreiben? Ja, ich glaube schon. Gut. Lust auf einen kleinen Spaziergang? Zu Marietta sind es 15 Minuten. Gut. Wer ist Marietta? Meine älteste Freundin. Los, komm. Da sind wir. Findest du was Warmes zum Anziehen? Nimm dir einfach, was du willst, ja? Und niemand weiß von diesem Ort, Katja? Nein, niemand. Schöne Bilder. Hat sie gemalt? Ja, sie unterrichtet an der Kunstakademie. Aber sie ist nicht immer hier. So, wenn du irgendwas brauchst, ich bin gleich nebenan. Hm? Schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Dann erzählen Sie uns, was Sie beobachtet haben. Eins nach dem anderen. Frau aus Weißrussland sind sich die Prozessbeobachter einig. Mankow ist des Mordes überführt. Wie sind Ihre Prognosen für die Verurteilung an Mankow? Staatsanwalt Rühle wird Ihnen diese Fragen sicher gerne beantworten. Danke Ihnen. Danke. Wo wohnst du denn jetzt eigentlich? Also ich wohne jetzt Boris. Bei Boris und dann werde ich halt vielleicht sehen, ob ich in eine WG ziehe. Guten Tag und Entschuldigung. Bin ich doch von dir gewöhnt. Du bist immer so charmant. Hallo Nadine. Guten Tag.
heute schon in die Zeitung geguckt? Nein. Richtig schönes Bild, ne? Danke. Hab dich jetzt gar nicht erkannt. Nadja, kann ich einen Wein haben, bitte? Danke. Du, ich hab... Ja, komm. Nein, du. Nee, komm, fang du an. Ich hab die Scheidungspapiere bekommen, wir müssen nur noch unterschreiben. Hast du einen Stift? Nein. Nadja, hast du einen Stift? Wir haben die Aufzeichnungen von Nolde gefunden. Er hat alles detailliert aufgeschrieben. Fast wie ein Vermächtnis. Danke. Hm. Und wie viel nehmen wir heute? So, das ist Manti. Asiatische Teigtaschen auf russische Art. Sie sind gefüllt mit Kürbis und Fleisch und sie werden gedämpft, nicht gekocht. Danke. Danke. Guten Appetit. Danke. Mit dem Projektil konnte bisher keiner registrierten Waffe zugeordnet werden. Sie haben sicher auch die Dienstwaffen mit einbezogen? Ergebnisse sind morgen oder übermorgen da. Die Sache wirbelt ziemlich Staub auf, ja? Wir stehen überall in der Kritik. Leute, finden Sie diese Gangster, die Frau Schilling bedrohen, und findet doch endlich diese Frau aus der Bar, verdammt noch mal! Wir werden sie finden. Danke, mein Herr. Frau Schilling, einen kleinen Moment, bitte. Sie wissen, ich halte große Stücke auf Sie. Aber wenn dieser Prozess platzt, dann ist es ja, auch für Sie. Ja, ich weiß. Gut. Ich bin wirklich froh, dass dir nichts passiert ist. Du hast dir Sorgen gemacht? Das auch. Wir müssen reden. Katja? Kommst du? Ich komme gleich in dein Büro. Was willst du, Tim? Ich muss meinen Wagen abholen. Du bleibst jetzt mal hier. Du nimmst einen Moment Zeit. Ich will dir helfen. Oder ist es dir lieber, wenn ich dich verhaften lasse? Wegen Verdachts auf Totschlag oder Mord an Tanne? Du ermittelst gegen mich. So kann man das auch nennen. Weißt du, was das ist? Das sind die Ergebnisse von der ballistischen Untersuchung von unseren Dienstwaffen. Tanne ist mit deiner Pistole erschossen worden. Ich habe aber nicht geschossen. Frau Dr. Schilling, ich möchte... Ja, ich auch. Komm. Also was? Schinskind, sei doch nicht so stur. Kapierst du das nicht? Ich will dir helfen, das kann ich aber nicht, wenn du mich anlügst. Ich lüg dich aber nicht an. Wie redest du eigentlich mit mir, sag mal? Verkauf mich nicht für blöd. Du warst in der Bar, du warst in der Wohnung. Jetzt erklär mir bloß, wie es passieren konnte, dass er mit deiner Pistole erschossen wird. Wir haben uns in dieser Bar getroffen, weil er doch noch aussagen wollte. Die hatten ihn enorm unter Druck gesetzt und ich habe ihm Zeugenschutz angeboten. Und warum in seiner Wohnung? Weil er mir dieses verdammte Tape geben wollte. Aber als es mir geben wollte, bin ich weggesackt. Bist du was? Mir ist schwindelig geworden. Ich bin umgekippt und von da an weiß ich fast nichts mehr. Und deine Pistole? War in meiner Handtasche. Ich hab nicht geschossen. Am nächsten Tag, kurz bevor du gekommen bist, hat mich jemand anonym angerufen und mir gedroht. Die haben mich in der Hand, Tom. Also, wer wusste von dem Hotel? Viele. Fischer, Rühle, Leute, Sturm und ich. Und die Polizisten im Hotel. Was soll ich jetzt machen? Die wollen Ergebnisse. Und ich soll mich hinstellen und sagen, ich weiß von nichts. Das ist stark. Ich muss Nadja am Mittwoch in den Zeugenstand rufen. Ich weiß es. Pass du auf dich auf. In der Pampa findet uns keiner. Ach, prima. Gib's gleich weiter. Molte, wir haben da was. Jetzt weißt du, wo sie ist. Sie ist auf dem Land. Eine Marietta Hickmann. Soll ich mitkommen? Danke.
Die Marder. Marder? Marder, Tiere. Die knabbern meine Kabel an. Hey, bin gleich wieder da. Hier so komisch. Hallo, ist hier jemand? Ich bin's, Mirko Noltek. Hallo, Nadja. Sie kennen mich. Noltek vom OK. Ich soll Sie hier abholen. Wo ist Marietta? Sie ist noch in ihrem Auto. Es war was mit der Alarmanlage. Und Katja? Die konnte nicht weg, aber sie meint, sie sind hier nicht mehr sicher. Wir fahren zu ihr. Sie hat aber nichts gesagt. Nicht angerufen. Sie ruft mich an. Zur Sicherheit. Das Mädchen los! Polizei! Lassen Sie sie sofort los! Komm weg! Geh weg! Ich bringe dich um. Gut, ist gut, alles ist gut. Biest! Dass ich heute aus Hotel weggelaufen bin, das tut mir leid, Katja. Aber ich habe Panik gekriegt. Ich habe gesehen, dieser Mann im Auto. Und ich glaube, er war auch da, als Igor getötet worden ist. Kannst du diesen Mann beschreiben? Ja, ich glaube schon. Gut. Lust auf einen kleinen Spaziergang? Zu Marietta sind es 15 Minuten. Gut. Wer ist Marietta? Meine älteste Freundin. Los, komm. Da sind wir. Findest du was Warmes zum Anziehen? Nimm dir einfach, was du willst, ja? Und niemand weiß von diesem Ort, Katja? Nein, niemand. Schöne Bilder. Hat sie gemalt? Ja, sie unterrichtet an der Kunstakademie. Aber sie ist nicht immer hier. So, wenn du irgendwas brauchst, ich bin gleich nebenan. Hm? Schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Katja, na endlich. Wo bist du denn? Mirko, die wussten Bescheid. Vom Hotel und auch von diesem Boris. Vielleicht haben sie dich observieren lassen. Du bist ja oft da gewesen. Kann sein. Sie haben uns verfolgt. Zwei Männer in einem schwarzen Geländewagen. Sie kann einen von den beiden beschreiben. Dann hast du Nadja gefunden? Ja. Wo seid ihr denn jetzt? Bist du sicher, dass sie niemand gefolgt ist? Ja. Wo bist du denn?
An einem sicheren Ort. Willst du mir nicht sagen? Lieber nicht am Telefon. Gut, klar. Aber hier ist die Kacke am Dampfen. Der Oberstaatsanwalt macht den Regen stehen lassen. Habt ihr ein Tonband gefunden? Was? Was denn für ein Tonband? Eine Kassette. Ein Beweisstück. Also nein. Katja. Ja? Nix. Hier, Chef, ist der Abdruck, den wir auf dem Lippenstift gefunden haben. Und? Keinerlei Übereinstimmung mit dem Bestand. Aber ich habe mit dem Barkeeper gesprochen. Und der hat Tanner am Freitag mit einer blonden Frau um die 40 gesehen. Diese Frau hat mit Tanner die Bar verlassen. Und die Kugel? Kaliber 7,62, eine Walter PPK. Das Labor macht gerade ein Profil. Und was ist der Russe erschossen worden? Das war eine 9 mm. Ich hab da noch was. Der Kalender vom Schreibtisch des Opfers. Der Abdruck einer Nummer. Die Handynummer von ihrer Frau. Ex-Frau. Tanner hat sie angerufen, ich weiß. Ich hab schon mit ihr gesprochen. Tanner hat sie ja beim Prozess ganz schön auflaufen lassen. Was soll denn das heißen? Nix, gar nichts. Gesagt, dass ich rauchen will. Trotz Erhitzung aufgrund des brennenden Fahrzeuges lassen sich die Inhaltsstoffe der Tabletten ganz klar nachweisen. Allem voran Hydroxybutansäure. Handelt es sich bei der Droge um das, was in der Szene als Happy Pills bezeichnet wird? Ja, wegen der euphorisierenden Wirkung. Und lässt der Fund Rückschlüsse auf das Herkunftsland der Tabletten zu? Die spezielle Prägung auf den Tabletten, das gebrochene Kreuz lässt darauf schließen, dass sie in einem Labor in Weißrussland hergestellt wurden. Ist es richtig, dass genau diese Tabletten... Die Ware. ...46, 47, 48, zwei Beutel fehlen. Zwei Beutel fehlen. Nein, nein, nein. Das ist die ganze Ware. Das sind 48 Stück, mein Freund. Ich bin nicht dein Freund. Zwei Beutel fehlen. Das ist alles, was ich mithabe. Oder willst du behaupten, dass ich betrüge? Hast du das nicht verstanden? Es fehlen zwei Beutel. Ich habe die Ware genau so übernommen. Das schwöre ich dir. Er will uns bescheißen. Nein, ich will dich doch nicht betrügen, im Gegenteil, ich möchte mit dir ins Geschäft kommen. Ach, du willst mich bescheißen! Ich krieg das schon hin. Komm, Igor, komm, komm. Diese kleine Ratte, wo hast du ihn aufgetrieben? Ich fass es nicht. Jede Stunde. Na ja, ist ja schon gut. Ist da wer? Er schaut nach. Ja, Frau Kollegin, das Gericht ist Ihnen ja auf ganzer Linie gefolgt. Sogar im Strafmaß. Gratulation. Danke, Herr Dr. Fischer. Herr Oberstaatsanwalt. Ja, bitte. Nur einen Augenblick. Ja.
kann Herr Bayer nächste Woche sitzen. Thomas. Ich wünsche dir auch einen guten Tag. Bist du dienstlich hier oder geht's um deine Bücherkisten, die immer noch im Flur auf dich warten? Dienstlich? Hast du verloren? Nein. Aber du hast schlechte Laune. Nein. Du hast immer schlechte Laune, wenn du Thomas hast. Ich ruf dich dann an. Wozu? Wegen der Scheidung? Wenn's sein muss. Doc Schilling. Ah, Herr Dr. Fischer, zu Ihnen wollte ich. Wir haben eine verkohlte Leiche. Und sind Drogen im Spiel. Aha. Brauchen Sie mich noch, Dr. Fischer? Nein, nein. Das heißt doch, es fällt ja in Ihren Bereich. Also gehen Sie gleich mit. Es wäre mir lieber, wenn das der Kollege Rühle... Sie beide sind doch ein gutes Team. Ihre privaten Dinge müssen Sie halt im Interesse des Staates kurz zurückstellen. Das hast du eingefädelt. Na klar. Können wir jetzt gehen? Darf ich mich noch umziehen? Soll ich dir helfen? Nein.